Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik HiFi Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen einen Standlautsprecher der Extraklasse vorstellen, die Finkteam Borg. Viel Spaß! Die Finkteam Borg ist ein ultimativer Referenz-Zweiwege-Lautsprecher, erhältlich in wunderbaren Oberflächen, die wir hier auch nochmal eingeblendet sehen. Eine sehr schöne Zweiton-Optik in verschiedenen Farben und Lackierungen, erhältlich hier eben in Walnuss mit Weiß vorne, ist aber ebenso erhältlich in Schwarz mit Kirsche und anderen sehr hübschen verschiedenen Kombinationen. Der Aufbau ist alles andere als klassisch, was der Box auch ihren tollen Namen verlieh, trotzdem am Ende durch den Designer Kieran Dunk eine außerordentlich schöne Gesamtkonstruktion, die sich in jeden Wohnraum integrieren lässt. Der Lautsprecher ist nur knapp über einen Meter hoch, versteckt sein Volumen auf geschickteste Weise, montiert das Ganze auf Spikes, die auch als Domes umgebaut werden können, sodass der Boden keinen Schaden nimmt. 87 dB Wirkungsgrad lassen jeden Verstärker daran perfekt spielen. 52 Kilogramm Lebendgewicht lassen auf die ultimative Verarbeitungsqualität schließen. Die Borg hat eine verstärkerverträgliche Impedanz von 10 Ohm. Das Gehäuse ist als Bassreflexkonstruktion ausgelegt und direkt darunter sehen wir auch die extrem stromfesten, hochwertigen Anschlüsse. Karl-Heinz Fink startete vor Jahrzehnten mit einem kleinen Selbstbauladen, in dem er enthusiastisch außergewöhnliche Entwicklungen vorantrieb. Später war er Entwicklungsleiter bei der deutschen Lautsprecher-Ikone IQ, einigen vielleicht noch gut im Gedächtnis, später unter eigener Regie bei ALR Jordan, wo einige sehr interessante und klanglich hochwertigste Lautsprecher entstanden, die auch heute noch viele Freunde haben. Dann startete er das Fink Audio Design Team und entwarf für viele bekannte Hersteller traumhafte Lautsprecherkonstruktionen, die vor Innovationen nur so strotzten. Das neueste Ergebnis aus der eigenen Schmiede mit dem Großteil seiner Audio Design Team Mannschaft, nun die Borg. Karl-Heinz Fink ist heute mit im Studio und wird nach meinen Ausführungen den ein oder anderen Kommentar zu seiner eigenen Kreation hier noch abgeben. Die Finkteam Borg ist tatsächlich eine reine Zweiwege-Box mit höchst interessanten Chassis. Fangen wir beim Basslautsprecher an, ein 260 mm Papiermembran, Tieftöner, außerordentlich sauber gefertigt mit einem riesigen Antrieb. Hinten dran sehen wir hier nochmal im Bild. Das Chassis musste extra angepasst werden, um diesen Frequenzgang mit einer Übergangsfrequenz von 1600 Hertz zu realisieren, was für einen Bassmitteltöner wirklich sehr hoch ist, vor allen Dingen von dieser Dimension, und es ist absolut perfekt gelungen. Angekoppelt wird dieser eben bei diesen 1600 Hertz an den Air-Motion Transformer. Ein Air-Motion Transformer ist eine Flächenmembran gefaltet, hier mit einer sehr leichten und steifen Membran aus 25 Mikrometer Kapton mit 50 Mikrometer Aluminiumstreifen gemischt. Wenn man das auseinanderklappt, ergibt sich eine Membranfläche von 6446 Quadratmillimeter, also ausgeklappt eine riesige Membranfläche, was den Air-Motion Transformer befähigt, so weit hinunter zu spielen, dass wir auch im zwischen den Chassis liegenden Mittelbereich eine absolut superbe Wiedergabe erreichen. Also wir haben uns damals dazu entschlossen, einen Zweiweglautsprecher zu machen, einfach weil wir es können. Es wäre durchaus einfacher gewesen, Dreiweg zu machen, aber Dreiweg bedeutet immer noch einen zusätzlichen frequenzweichen Schnittpunkt zwischen Basslautsprecher und Mitteltöner. Und das ist immer irgendwo mit einem Kompromiss behaftet. Bei Zweiweg spart man sich eben diesen Kompromiss. Dafür muss man aber, was die Chassis angeht, natürlich deutlich sorgfältiger arbeiten und mit mehr Aufwand arbeiten, als man im Dreiweg, wo man sagen kann, ja komm, ich gehe nur von hier bis hier und den Rest macht dann die Frequenzweiche. Bei dem Basslautsprecher, der bei 1600 Hertz den Übergang hat zum Hochtöner, mussten halt mindestens bis 3 Kilohertz vernünftig linear laufen, damit im Prinzip außerhalb des eigentlichen Übergangs zum Hochtöner
das immer noch glatt läuft. Das ist eine Frage von Verzerrungen und so weiter. Und beim Hochtöner, beim Airmotion-Transformer ist es nicht ganz einfach, den da runterzukriegen. Also wir mussten tatsächlich wirklich jeden Einzelnen, oder wir machen es auch in der Fertigung, jeden Einzelnen im Prinzip getrennt aufbauen, bedämpfen, messen und so optimieren. Und nur so ist man eigentlich in der Lage, einen Zweiweg-Lautsprecher zu realisieren. Das nächste außergewöhnliche Konstruktionsdetail dieser Lautsprecher ist sicherlich das Gehäuse. Selten wurde ein Lautsprechergehäuse so aufwendig konzipiert wie hier bei der Borg. Der ganz untere Teil bleibt der Frequenzweiche vorenthalten. Dahinter haben wir ein Sandwich-Gehäuse unterschiedlichster Stärke, immer wieder mit Dämpfungseinlagen, mit einer gelähnlichen Masse, die eben an den Stellen, wo es am meisten Resonanzen hat, am stärksten ist und damit auch für ultimative Ruhe an der Gehäuseoberfläche von innen wie auch außen sorgt. Dazu kommen einige Versteifungen an den wesentlichen Punkten und wie weit das hier auf die Spitze getrieben wurde, sieht man zum Beispiel an der Befestigung des Basslautsprechers. Der ist nicht einfach in das MDF-Gehäuse geschraubt, sondern über einen Metallring damit wie festgenagelt verbunden. Also im Grunde genommen ist das Gehäuse eigentlich das aufwendigste Bauteil in einem Lautsprecher. Ich meine, man schaue sich an, wie gut Lautsprecher-Chassis geworden sind. Also so ein Lautsprecher hat extrem geringe Verzerrungen verglichen mit dem, was man früher hatte. Elektronik ist besser geworden, wir haben hochauflösende Files, wir haben also jede Menge Information, die schon aus der Quelle kommt. Und wir haben ein Gehäuse. Und ein Gehäuse ist eine große Fläche, verglichen mit einem Lautsprecher-Chassis. Und alles, was da an Resonanzen passiert, wird im Prinzip abgestrahlt. Die müssen wir versuchen zu verhindern, zu reduzieren. Nur so eigentlich kann man den Lautsprecher deutlich verbessern. Für eine Zwei-Wege-Box haben wir es hier mit einer außerordentlich komplexen Frequenzweiche zu tun. Sehr, sehr durchdacht mit höchster Flankensteilheit und bestem Messequipment entwickelt. Wir sehen das auch hier im Bild. Es sind viele, viele Bauteile drauf. Alle nur allerfeinst und ausgesucht, teilweise Top-Bauteile von Mundorf, aber auch Custom-Made-Spezialteile, um eben genau diese Parameter alle darzustellen. Einige der Schaltkreise auf der Frequenzweiche sind Regelkreise, die sich hier von außen bedienen lassen. Sowohl der Hochtonbereich als auch im Präsenz- und Mitteltonbereich lässt sich der Frequenzgang in einem Bereich von 0,5 dB noch perfekt an den Raum anpassen. Dazu lässt sich die Dämpfung in drei Stufen auf den Verstärker anpassen, sowohl für Transistorverstärker als auch optimiert für Röhrenverstärker, die diesen Lautsprecher dann auch ultimativ gut betreiben können. In der Regel ist an einem Lautsprecher nichts dran, an dem man was einstellen kann. Jetzt arbeiten wir aber in einer Gruppe, wir sind ein Team von Leuten, die alle immer so ein bisschen unterschiedlich hören. Der eine mag das, der eine will es ein bisschen weiter hinten haben von der Räumlichkeit. Und während wir uns beim normalen Produkt halt einigen müssen, haben wir gesagt, warum bauen wir das nicht einfach als Wahlmöglichkeit ein? Weil so wie wir unterschiedliche Ideen haben, wie es klingen soll, mag der Kunde das genauso gut haben. Und deswegen bieten wir die Möglichkeit an, das wirklich in den engen Grenzen, die wir selber auch mehr oder weniger für uns in Anspruch nehmen würden, einzustellen und damit mehr oder weniger die Kette noch individueller abstimmen zu können. Dem Fink-Team ist mit der Borg ein echter Meilenstein gelungen, eine Referenz. Das Unmögliche wurde möglich gemacht, eine Zwei-Wege-Box, die pegelfest ist wie ein Kinolautsprecher und feingeistig und schnell spielt wie eine High-End-Kompaktbox. Unglaublich, welche Gleichberechtigung, Substanz und Intensität die Borg jedem Ton verleiht. Vielen Dank, Karl-Heinz Fink. Ja, liebe Hi-Fi- und High-End-Freunde, das war's auch schon für heute mit der Fink-Team Borg. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie auch direkt unter dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir hier eine Hi-Fi- oder High-End-Komponente vorstellen. Tschüss!